Badespaß in der Hyperliga Premier Classic. Wir spielen Eis und eine Menge Wasser und dann wollen wir mal gucken, ob wir die Gegner hier mal so richtig schön nass machen können. Ob uns das gelingt, ihr werdet sehen in diesem Video. Bleibt dran, jetzt gehen wir rein in den ersten Kampf. Let's go! So, wir starten hier auch gleich in der Führung mit Sumpex. Damit wir die Aqua bitte hier mal ein bisschen so rüberspammen können, haben wir uns dafür entschieden. So, Togekiss, bisschen Charme. Macht ein bisschen was, aber Sumpex kann das eigentlich ganz gut aushalten. Wir haben jetzt auch schon die zweite Aqua-Bitze parat. Geht drüber. Das Schild ist du weg. Du willst dein Togekiss ein bisschen aufbewahren, aber ich komme. Nee, komme ich natürlich nicht. Ja, werde ich wegschilden. Zweite Aqua-Bitze könnte dich nämlich schon rausnehmen. Natürlich die Antikraft spielt dir immer, ist klar. So, Aqua-Bitze geht noch rüber. Das kriegen wir so hin. Ah, du wechselst rüber. Okay. Möchtest also noch ein bisschen Charme aufbewahren? Na, man weiß ja auch nie, wer so kommt, aber ich glaube, da muss ich dich enttäuschen. So, ich gehe rüber und dann spammen wir uns ein bisschen gegenseitig hier. So, den Eisspeer zum Beispiel. So, was spielst du denn da drüben? Was hast du? Nachthieb, Ablocker, was darf sein? Aber zuerst geht erstmal der Eisspeer rüber. Oh, Freunde, ne? Er entscheidet hier, ne? Ich weiß nicht, aber irgendwie sieht er aus immer so, als wenn er so einen Schlafanzug anhat, oder? Findet ihr nicht auch? Also, naja, ist schon ganz putzig. Ja. Nicht so putzig ist Barrikadax drüben. Einmal den Abblocker, will mich ein bisschen abschwächen. Ja. Okay, abschwächen und danach kriege ich den Nachthieb. Ne? Ich weiß schon, was du vorhast. Für Nachthieb passt ja auch dann mal ein Schlafanzug, ne? Aber eigentlich möchte ich noch nicht schlafen gehen. Eigentlich bin ich hier noch hellwach. So, Eisbär macht nicht so viel, aber naja. Eichhörnchen Taktik, irgendwann bekommen wir die schon weg. Wobei, wenn das jetzt der Nachthieb ist, nach dem Abblocker, dann bin ich weg. Aber das hilft nichts. Müssen wir drauf gehen lassen. Ja, aber ich komme nicht mal zum Eisspiel. Das klappt gerade so nicht. Naja, schade. Und nur schon wieder aufgetankt, Barry da drüben. So, dann noch schnell die Aqua-Hobbitze. Komm, das muss noch. Ah. Jetzt fängt Barry natürlich schon so ein bisschen an zu nerven. Und er denkt da drüben schon so langsam drüber nach, wie er das gewinnen könnte. Und meinte, das haut hin. Drei hat er noch. Aber jetzt kommt hier Krypto-Garados. Mit dem hat er nicht gerechnet. Wir spielen zwei exklusive Attacken. Die Drachenrute und den Naschschweif. Und ich habe hier nicht nur rote Augen, sondern ich werde die mal richtig aufräumen jetzt. So, jetzt geht erstmal hier Naschschweif rüber. Ja, drückt richtig mein Kollege Geowatz. Ne, ja, ja, jetzt fahre ich dich erstmal ein bisschen runter. Ja, schade. Aber ich habe noch ein Schild. Das werden wir jetzt einsetzen. Und dann machen wir hier nochmal so richtig Remi-Demi. Schöne Badeparty. So, komm, Badespaß. Runtergefarbt, Naschweif für den nächsten. Egal wer kommt, interessiert uns nicht. Machen wir jetzt mal so richtig feuerfrei hier. Ja, ihr überlegt noch ein bisschen, was können wir machen. Ja, nix, mein Kollege. Ob ich zumindest. So, hau raus, Naschweif. Togekiss ist wieder da. Das reicht auch für dich. Da hatte ich das Charme aufsparen auch nicht so richtig weitergebracht. Ne? So, ohne Knabber noch, komm, das muss aber passen, sonst wird es aber eng. Aus dem Fenster gelegen hier. Passt das gerade noch so, ja, ne? Ja, und noch ein Naschweif parat für den letzten. Und dann haben wir das gerade noch so hingedübelt. Und er weiß gar nicht, warum er verloren hat. Ja, ich sag nur Krypto Garados. Rüber damit und dann passt das. Ja, Barry. Tschüssi. Das haut hin. Dann gehen wir doch gleich mal rein in den nächsten Kampf und es kommt ein Krypto-Macho bei. Da ist ja einer richtig auf Krawall gebürstet. So ein kleiner Hitzkopf, na, den werden wir da erstmal ein bisschen abkühlen, ne? Mit einer Aquabitze. Ja, Kreuzhieb, ja. So, so, hast du davor? Schlucken wir weg, komm. Ja, das passt noch. Einen weiteren beleben wir nicht. Jetzt müssen wir aber mal sehen, dass wir dich da mal ein bisschen abgelöscht bekommen. Krypto-Macho bei. Ja, kann man mal machen. So, schildest du weg. Du setzt hier volle Möhre auf deinen Macho. Okay, noch eine Aquabitze bekomme ich rüber. Und jetzt aber mal ein bisschen kommen. Ein bisschen weglöschen. Lass mal einen durchgehen. Das macht schon ein bisschen was. 20% mehr Schaden. Ist schon nicht schlecht. Oha! Da setzt einer volle Möhre auf Krypto-Macho. Ja? Denkst du, du kannst hier einmal durchgehen. Ist ja zwei Schilde wert. Oh, das könnte man bereuen. Ne? Aber Krypto können wir auch. Wir haben Krypto-Garados. Ja. So, du hast keine Schilde mehr. Ja, knabbert gut. Ne? Jetzt gibt's mal den Naschschweif. Er könnte jetzt zwei Attacken haben. Wenn die jetzt back-to-back kommen und ich komme nicht dazwischen. Eng, Steinhagel schilden und jetzt rüber damit. Komm, ja, passt. Nix back-to-back, Kollege. Naschschweif geht rüber. Und dann haben wir Krypto Macho schon mal weg. Jo, das passt. Wir haben noch ein Schild. Ein Schild haben wir noch. So, wer kommt? Tromburg. Oh, Mensch. Hier wäre Knirscher die erste Wahl, aber ich würde gerne mal sehen, was der Naschschweif so
anrichten kann. Außerdem, du siehst sehr vertrocknet aus, da könnte ich dich mal ein bisschen bewässern. Schild geht mal raus und dann probiere ich einfach mal den Naschschweif. So. Hast du Glück, dass ich den Knirscher nicht einsetze? Naschschweif geht rüber. So, macht nicht allzu viel, behaupte ich mal. Ja, macht's auch nicht, aber ist egal. War ein Test. So, rüber. Rest macht Wahlreiser. Du gehst auch wieder raus. Empoleon. Ja, da gibt es nur eine Möglichkeit. Da zünden wir zum Erdbeben. Alles andere wäre hier Quatsch. Erdbeben drückt da schon mal richtig. Bist du auch schon fast so schnell weg, wie du gekommen bist? So, Erdbeben geht rüber. Ja, jetzt reicht ja noch. Wenn ich nicht runterfahren. Oder es reicht noch ein Eisbär. So, das halte ich jetzt alles aus. Egal, was du da zündest. Den Bohrschnabel, das ist noch super. Das macht mir nicht viel. Und jetzt bist du durch den Bohrschnabel mit Energie auf Null. Und jetzt kann ich dich auch erstmal fast runterfahren. Beziehungsweise den Eisbär nochmal richtig aufladen. Dann einer rüber. Und dann reicht noch ein weiterer Eisbär für Tromburg. Und dann haben wir das hier. So, Eisbär geht rüber. Damit bist du weg. Und ein bisschen Garudas habe ich auch noch, also da passiert nichts mehr. So, Eisspeer ist fertig, bevor du zur Attacke kommst. Und das war's dann auch für Tromburg. So, geht rüber, Abfahrt. Und das war's für ihn. Weiter mit Kampf Nummer 3 und es kommt ein X-Bad. Der sieht immer aus, als wenn er shiny wäre. Ist aber gar nicht, er gehört so. Und da will ich auch nicht spoilern, aber den werde ich in den nächsten Tagen auch noch mal spielen. Expert, ich finde, der hat Potenzial. Der könnte hier, ja, da könnte was reißen. Hoffentlich nicht gegen uns. Deswegen spülen wir hier erstmal eine Aquabütze rüber. Lässt du auch durchgehen. Und dann packt er einmal ein bisschen Gift aus. Wird sicherlich auch dieses Mal der Fall sein. Da ist auch schon der Giftzaun. Ja, darum geht es ja hier. Ne? Abschwächen, Verteidigung sinkt. Aquabütze bekomme ich trotzdem noch rüber. Sinkt ja nur meine Verteidigung. Mit dem Schaden hat das hier nichts zu tun, also von daher drückt es nach wie vor gut rein. Das weißt du auch. Dementsprechend schildest du das. Noch weitere Aquabitze. So, jetzt ist die Frage: Giftzahn ja oder nein? Schilden ja oder nein? Wir werden das einfach durchgehen lassen. Dann ist es auf Giftzahn. Das passt. Jetzt wird es aber für uns auch langsam ungemütlich. Wir sollten noch die Aquabitze durchbekommen und dann ja, sind wir eigentlich auch schon weg. Aber. Sumpex hat den Dienst ja getan, ne? Wir können gar nicht meckern. Oh, du hast gewechselt, sehe ich gerade. Relaxo, ja, da kommt doch unser Freund Garados. Und ne, die Drachenhut ist so eine starke Sofortattacke, die knabbert dich weg und dann noch in Verbindung mit Naschschweif. Wow, ist schon cool. Dann noch Krypto. Tjo. Das ist ja fast wie so ein Bewerbungsgespräch, ne? Als wenn ich ihn anpreisen möchte, aber ich finde die wirklich klasse. Kann man nicht meckern. So, einmal weggeschildert. Und dann knabber ich dich vielleicht schon runter. Vielleicht geht das sogar schon. Gucken wir mal. 1, 2, 3. Ja, geht. Und 4. Und weg bist du. Und weg bist du. So, wer kommt? Wer kommt? Na komm. So, Naschschweif blind. Expert. Ah. Könnte reichen, wa? Na, geschildert. Ja, du hast gar keinen Bock drauf, ne? Du willst unbedingt mich wieder abschwächen mit deinem Giftzahn. Ja. Ah, den schild ich. 20% mehr Schaden, dann macht auch der Giftzahn schon einiges. Da habe ich gar nicht so richtig Lust drauf. So, komm. Oh, jetzt aber, jetzt krieg ich dich weg runter. Jetzt knabber ich dich einfach runter. Ne, du wechselst raus, okay. Scherox, dann natürlich den Knirscher. Selbstverständlich den Knirscher für Scherox. Drück gut rein. Und dann müssen wir auch hier mal Abfahrt machen. So, wir sind abgeschwächt. Rüber damit. Sumpi, jetzt die Aquabitze, das wäre noch prickeln. Komm, ah, schade. Ja, der Nachthieb ist einfach zu schnell aufgeladen. Ne? Konnte ich nicht mehr zwischenpfeffern. Gut, Zombi. Bis später. Na gut, dann halt nochmal Garados. Nochmal ein bisschen knabbern. Schaffe ich noch einen Naschschweif zumindest? Komm, Naschschweif wird noch gehen. Komm. Ach, komm. Ach, mach nicht diesen. Nach dem Gleichstand verloren. Na, hinten raus. Auf einmal noch wieder eng geworden hier. Ne? Aber wir haben noch Wallreiser. Der ist noch komplett. Ja. Das kriegt er wohl schon hin. So. Jetzt kann ich dich aber runterfahren. 3, 4. Schaffst du nicht mehr. So, tschüss. Das passt. So, und noch ein bisschen Rest X-Bad. Einmal nochmal den Pulverschnee. Und das. Wir gehen rein in Kampf Nummer 4 und es kommt Primarine. Paar Tage schon nicht mehr gesehen. Jetzt anscheinend wieder da, aber macht nichts. Okay, wir sorgen einfach mal Knock Knock. Guten Tag mit der Aquabitze. Wir klopfen mal an und schauen einfach mal, ob es durchgehen lässt oder ob ihn das schon schildwert ist. Ich schätze mal, dass es durchgehen, weil das macht nicht so viel. Ja, lässt er auch durchgehen. Okay. Dann zünden wir volles Risiko, Erdbeben, entweder es geht durch oder ja, ist ein Schild da, beides wäre mir, ja, ist mir auch egal im Endeffekt.
So, Erdbeben. Wie reagierst du drauf? Was machst du? Okay, schüttelst du weg. Das heißt für uns Abfahrt. Mehr geht hier nicht. Wahlreiser. So ein bisschen den Eisspeer nochmal spammen. Und dann werden wir deine Psycho-Attacke auch besser mal wegschilden. Da ist ja auch schon die Psychokinese weggeschildert. Jetzt laden wir ein bisschen mehr auf noch. Oh, fast zweimal den Eisspeer. Ein bisschen. Ja, okay. Ein bisschen Druck aufbauen. Geht einmal rüber. So, lässt du durchgehen. Aber gut, deine Psychokinese braucht noch ein bisschen kritisch runtergefarmt. Dann hau raus. Jeder noch ein Schild. Wen haben wir da? Ein Glurak. Auch hier lade ich noch ein bisschen auf. So, ein bisschen Eisspeer. Ich möchte an dein Schild kommen. Ich spamme dich noch ein bisschen voll. Ich glaube, ich schaffe auch noch einen weiteren Eisspeer, bevor du zur Attacke kommst. Da ist das Schild schon da, sehr schön, das war der Plan. So, Eisspeer geht nochmal rüber. Drückt so mittelprächtig. Aber das haut hin. Deine Sofortattacken sind hier nicht so effektiv. Und daher kann ich nochmal aufladen, wobei du lädst auch auf den Großen. So, ja, schaffe ich nicht mehr. Jetzt gehe ich davon aus, wenn du jetzt Drachen, komm Drachen, ja, Drachenklaue machst, dann hast du noch eine. Da muss ich Sumpex opfern für die nächste Drachenklaue, genau, damit du wieder mit der Ladeenergie auf Null bist und dann können wir rübergehen, dann ist es halt für Garados. Danke Sumpex, aber das ging nicht anders. Durch zweimal Drachenklaue mussten wir dich opfern, jetzt kann ich dich runterfahren. Das dürfte gerade so passen. Na, schade. Passt um eins nicht, aber Schild ist noch da. Ja, Schild ist noch da und dann knabbel dich runter, dann sind wir dich los. So, na, du bleibst noch. So, Bisaflor, Hallöchen. Sag mal, Bisaflor, bei dir knirscht das da so ein bisschen zwischen den Zähnen. Hast du das auch schon gemerkt? Solltest du mal nachgucken. Hier, kleine Mundspülung. So, erstmal knirschen. Und wenn das knirscht, ne, dann müssen wir das spülen. Wo, Verteidigung sinkt sogar. Und dann spülen wir nochmal mit Wasser nach. Das reicht dir nämlich auch schon. Und dann war's das, Kollege. Es hat geknirscht, dann hat er gegurgelt und weg ist er. Jawohl, bis zum nächsten Mal. Sehr gut. Wie die Zeit vergeht, wir sind auch schon im letzten Kampf angelangt und jetzt kommt ein Mona. Hallöchen, Großer, du liegst uns sehr gut. Du magst ja meine Aquabits überhaupt nicht. Und meine Sofortattacke, die Lebensschüsse, naja, tut auch weh. Weiß ich gar nicht, ob du hier so der Richtige bist. Vielleicht solltest du lieber rausgehen, aber du willst bestimmt auch den Wechselvorteil behalten, also von daher. So, schluckst du weg. Ja, oh, jetzt gehst du raus. Eigenes Sumpex, hallo. Na, dann werden wir dich mal ködern. Dann gehen wir gleich mal auf Erdbeben hoch und zünden die Aquabitze fürs erste Schild. Fürs erste Schild? Ach, müsstest du normal so schilden. Ich lade hier gar nicht ganz auf. So, und jetzt? Was? Oh, warum schildest du nicht? Du musst davon ausgehen, dass das das Erdbeben, Kollege. Du kannst nicht wissen, dass ich die köder. Das ist unglaublich. Ich schilde das. Das kann der Erdbeben sein. Ja, ist es auch. Unglaublich. Na gut, ködern wir nochmal. Dann gehen wir nochmal auf Erdbeben. So, und jetzt nochmal. Wieder geködert werden. Jetzt aber ein Schild, komm. Aquabitze. Ich lade wieder nicht auf. Wäre hier noch schöner. So, Schild, komm. Hey, was machst du da? Er foppt mich hier zweimal. Aber jetzt reicht's. Jetzt geht wenigstens die Aquabitze komplett durch. Und jetzt wird er schilden. Cleverer Spieler, ne? Zweimal auf gut Glück die Aquabitze. Tja, und das Erdbeben nicht geschluckt. Glück gehabt, Kollege. Ja, ich schilde das wieder, weil du köderst nicht. Du hast immer Erdbeben, ne? Ja. Warte, na, wir sehen uns noch. Aber er spielt gut. Er spielt echt gut und hat auch ein bisschen Glück. So, Eisspeer geht rüber. Tja, das war ja eine Nummer. Er hat echt Glück gehabt. Sonst wäre Zombie schon lange weg gewesen. So, Eisspeer geht rüber. Schild ist da. Jetzt fängt er an zu schilden. Alle Schilde weg. Kann ich dich runterfahren? Dann geht nicht ganz, ne? So. Was hast du denn für eine Attacke überhaupt? Ich weiß das gar nicht so aus dem Kopf. Oh, Wutanfall, ja. Ja, ganz schön wütend, der Kleine, ne? Jetzt fahre ich dich runter. Ein Eisspeer habe ich noch. Eisspeer habe ich noch. Komm, so, drücke ich. Wer kommt? Oh, X-Bad. Da passt das ganz gut mit dem Eisspeer. Das drückt so um die 50%, würde ich mal behaupten. Jo, macht's auch fast 40, aber ist okay. So, fahrst mich runter. Und dann kommt wieder diese Giftzahnnummer. Ist auch erlöst. Könnte auch eine Rückkehr spielen. So, komme ich noch zu Aquabitze vorher noch? Nee. Komme ich nicht. Oh, aber wir gehen da mal ganz stark vom Giftzahn aus. Jo, so ist es auch. Und dann habe ich eine Aquabitze und dann reicht das für dich eigentlich auch schon. So, laden wir noch ein bisschen auf. Bisschen mehr. Jo, das passt. So, Aquabitze geht rüber.
Und dann kommt ja unser Freund Zumpi zurück. Ne? Da haben wir noch eine Rechnung offen. Ah, nicht ganz da. Krieg ich runtergefahren? Da ja, passt zumindest. Oh, wir drücken Aqua bitte. Wir drücken die Aqua bitte. So. Und dann hat's gereicht. Aber du warst ein guter Gegner. Ja, Freunde. Schönen Dank fürs Zusehen. Ne? Wir sehen uns morgen. Euer Shurtok. Bye, bye.